Moin Moin, herzlich willkommen zurück. In den vorigen Videos hast du kennengelernt, was in der Mitspielerrolle als Helfer normal ist. Wenn du einem anderen Menschen in der Mitspielerrolle zur Verfügung stehst für seine Ziele, dann bist du auf natürliche Weise unsicher. Du hast das Bedürfnis, aus dieser Unsicherheit heraus Fragen über das Ziel des anderen zu stellen und du stellst ihm Hilfsangebote als Unterstützung zur Verfügung. Das bedeutet, es ist unstimmig, wenn dieser andere Mensch deine Unsicherheit kritisiert, wenn er ungeduldig wird, weil du mehrere Fragen hast oder wenn er sich über deine Angebote beschwert. Du kannst ihm Folgendes sagen: Da ich für dich und dein Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch. Denn ich werde dein Ziel niemals hundertprozentig sicher kennen. Deshalb brauche ich Respekt gegenüber meiner Unsicherheit. Wenn ich eine natürliche Unsicherheit fühle, ist es auch logisch, dass ich dir jedes Mal eine Frage stelle, wenn ich meine Unsicherheit klären will. Deshalb brauche ich geduldige und liebevolle Antworten und Erklärungen, damit ich dir stimmige Hilfsangebote machen kann. Und wenn dir meine Hilfsangebote nicht helfen, musst du sie natürlich nicht annehmen. Ich brauche dann freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation bessere Hilfsangebote machen kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit dir wohlfühlen. Sollte ich mich weiterhin unwohl fühlen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich beende dann meine Mitspielerrolle und ich wechsle in die Nichtspielerrolle. Das waren eben ziemlich klare Aussagen, oder? Wie kommt es, dass du so klare Aussagen über deine Mitspielerrolle machen kannst, wo man doch normalerweise in der Mitspielerrolle ein Unsicherheitsgefühl hat? Das ist ganz einfach. In dem Moment, in dem du diese Aussagen gemacht hast, warst du gar nicht in der Mitspielerrolle. Du warst in der Spielerrolle. Denn du hast in dem Moment das klare Ziel verfolgt, dich in der Mitspielerrolle wohlzufühlen. Und bezogen auf dieses Ziel hast du plötzlich Klarheit gehabt und klar und deutlich gesagt, was du vom anderen brauchst, damit dieses Ziel erreicht werden kann. In der Spielerrolle kennst du dein eigenes Ziel. Du bist derjenige, der sein Ziel am allerbesten kennt. Du bist der Besserwisser. Und daher kannst du auch klar sagen, was für dich zu deinem Ziel dazugehört und was nicht dazugehört. Was du brauchst und was nicht passt. Was der andere tun soll, um dich zu unterstützen und was er lassen soll. Durch diese klaren Anweisungen hast du den anderen in dem Moment in die Mitspielerrolle gebracht. Ups. Wenn du deinem Gegenüber aufzählst, wie du es brauchst, damit du dich gut fühlst, dann dürfte der andere sich in dem Moment etwas unsicher fühlen. Diese Unsicherheit ist die logische Folge seiner Mitspielerrolle dir und deinem Ziel gegenüber, dass du dich beim Helfen für sein Ziel wohlfühlen möchtest. Viele Menschen trauen sich nicht, so eine Klarheit auszusprechen, weil sie schon unbewusst ahnen, dass dadurch ein kurzer Rollenwechsel stattfindet. Sie ahnen, dass durch ihre Klarheit das Gegenüber aus der Spielerrolle in die Mitspielerrolle katapultiert wird. Sollte dir das auch so gehen, dann spürst du möglicherweise, dass sich dein Gegenüber gegen sein Unsicherheitsgefühl in
nicht wollen. Und deshalb würde er aus seinem Abwehrgefühl heraus über deine Klarheit zu schimpfen beginnen oder würde einen verletzenden Kommentar dazu formulieren, was dir dann wiederum wehtut. Ich muss das halten, weil das jetzt nicht alleine auf der Tafel klebt. Auf diese Weise würde er sich selbst mit schmerzlichen Mitteln aus der Mitspielerrolle wieder zurück in die Spielerrolle bringen. Sollte so etwas tatsächlich passieren, dann zeigt es auf jeden Fall eins. Dein Gegenüber hat es schwer, deinem natürlichen Unsicherheitsgefühl in der Helferrolle als auch seinem eigenen natürlichen Unsicherheitsgefühl in der Mitspielerrolle zuzustimmen. Er hat eine emotionale Abwehr dagegen, weil er diese Unsicherheit vielleicht als Schwäche fehldeutet. Das wiederum bedeutet, dass du es im Kontakt mit ihm immer wieder schwer haben wirst und dich phasenweise nicht wohlfühlen wirst. Denn seine Abwehr gegen Unsicherheit wird immer wieder eure Kommunikation beeinflussen. Normalerweise würden jetzt zwischen euch einige Vermeidungsstrategien entstehen, damit so wenig wie möglich Auseinandersetzungen erlebt werden. Du würdest bestimmte Kontakte oder Aussprachen mit dem anderen vermeiden und solche Vermeidungen bremsen eure Zusammenarbeit. Und genau dafür ist jetzt dieses Neuresonanzmodell gut. Du kannst deinem Gegenüber das Modell erklären und ihm diese Installationsvideos empfehlen und ihm dadurch vermitteln, dass diese Unsicherheitsgefühle in den Mitspielerrollen etwas ganz Natürliches sind. Durch die Einsicht in diese Zusammenhänge und durch die Zustimmung zu Unsicherheitsgefühlen kann sich eure Zusammenarbeit enorm verbessern. Und auch weit darüber hinaus. Wenn ihr sogar jedes minimale Unsicherheitsgefühl nutzt, um Unklarheiten aus der Welt zu räumen und Missverständnisse zu klären, dann werdet ihr in euren Kontakt einen Turbo für positive Gefühle einbauen. Denn jede erfolgreiche und vollständige Klärung löst gute Gefühle aus. So eine Zusammenarbeit habe ich die Glückszelle genannt. Was ich bis hierhin beschrieben habe, klingt logisch und einfach. Und es führt zu weiteren neuen Erkenntnissen, wenn wir das jetzt auf mehrere Situationen in unserem Alltag übertragen. Ich schaue zuerst wieder auf unser Schulsystem. In den meisten Schulen befinden sich die Lehrerinnen in der Spielerrolle und die Kinder in der Mitspielerrolle. Die Lehrerinnen setzen den Lehrplan um und geben die Ziele vor. Im gelösten Zustand kann also ein Kind zu einem Lehrer sagen, da ich dir für dein Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch, denn ich werde dein Ziel niemals hundertprozentig sicher kennen. Deshalb brauche ich Respekt gegenüber meiner Unsicherheit und keine Bewertung. Wenn ich eine natürliche Unsicherheit fühle, ist es auch logisch, dass ich dir jedes Mal eine Frage stelle, wenn ich meine Unsicherheit klären will. Und deshalb brauche ich auch geduldige und liebevolle Antworten und Erklärungen, damit ich besser dein vorgegebenes Ziel erreichen kann. Meine Aktivitäten und Erledigungen von Aufgaben sind immer Angebote für dich und deine Ziele. Wenn meine Angebote unstimmig sind, brauche ich freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation bessere Angebote machen kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit dir wohlfühlen. Sollte ich mich weiterhin unwohl fühlen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen und meine Mitspielerrolle abzulegen. Ich wechsle dann in die Nichtspielerrolle, indem ich keine Lust mehr habe. Oder ich konzentriere mich auf meine eigenen Bedürfnisse und wechsle in die Spielerrolle und mache andere Dinge. Wenn du dir diese letzten Sätze des Kindes einmal genau anschaust, dann wird klar, dass genau das in der Schule passiert.
Die Schülerinnen fühlen sich in ihrer Mitspielerrolle nicht wirklich wohl, machen dann nicht mehr mit, ziehen sich zurück und konzentrieren sich auf ihre eigenen Ziele, wie zum Beispiel Unterhaltung mit dem Sitznachbarn oder Quatsch machen oder mit dem Handy spielen, wenn sie es in der Schule noch dürfen, oder träumend aus dem Fenster schauen und so weiter. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Es gibt Situationen, in denen die Schülerinnen selbst das Ziel haben, etwas lernen und noch besser verstehen zu wollen. In dem Moment sind sie in der Spielerrolle und die Lehrerinnen stehen den Schülerinnen in der Mitspielerrolle zur Verfügung. Schauen wir mal auf einen Lehrer und einen Schüler. In diesem Fall ist der Lehrer das farbige Smiley und der Schüler ist das graue. Und nun sagt der Lehrer: Da ich dir für dein Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch, denn ich werde dein Ziel niemals hundertprozentig sicher kennen. Deshalb brauche ich von dir Respekt gegenüber meiner Unsicherheit. Wenn ich eine natürliche Unsicherheit fühle, ist es auch logisch, dass ich dir Fragen stelle. Deshalb brauche ich geduldige und liebevolle Antworten und Erklärungen, damit ich dir besser helfen kann. Und wenn dir meine Hilfsangebote nicht helfen, musst du sie natürlich nicht annehmen. Ich brauche dann freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation bessere Hilfsangebote machen kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit dir auch wohlfühlen. Sollte ich mich weiterhin unwohl fühlen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen, meine Unterstützung zu beenden und meine Mitspielerrolle abzulegen. Ich gehe dann in die Nichtspielerrolle. Wenn ich mir Lehrerinnen vorstelle, die sich in ihrer Mitspielerrolle nicht wohlfühlen und nicht mehr mitmachen, dann kann ich mir logisch herleiten, wie einige Lehrerinnen frustriert über das Verhalten ihrer Schülerinnen sind. Sie haben keine Lust mehr, extra Fragen zu beantworten oder sich selbst freundlich gegenüber der Klasse zu verhalten. Sie werden streng, setzen aus der Spielerrolle heraus. Es ist jetzt grau, aber ich kann es auch farbig machen. Setzen aus der Spielerrolle heraus dann Grenzen gegenüber den Schülern und haben strenge Bewertungen. Wie sieht das Ganze aus, wenn sich eine Ärztin ihrem Patienten in der Mitspielerrolle zur Verfügung stellt? Sie möchte ihm am Anfang erklären, wie sie sich optimal wohlfühlen würde in der Mitspielerrolle. Also erklärt sie aus der Spielerrolle heraus, was sie braucht. Und sie sagt: Da ich Ihnen für Ihr Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch, denn ich werde Ihren Körper niemals hundertprozentig sicher kennen. Deshalb brauche ich von Ihnen Verständnis für meine Unsicherheit und für meine Suche. Wenn ich suche, ist es auch logisch, dass ich Ihnen viele Fragen stelle. Deshalb brauche ich auch geduldige und liebevolle Antworten und Erklärungen, damit ich Ihnen besser helfen kann. Und wenn Ihnen meine Hilfsangebote nicht helfen, müssen Sie sie natürlich auch nicht annehmen. Ich brauche dann freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation bessere Hilfsangebote machen kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit Ihnen und Ihrem Heilungsziel wohlfühlen. Sollte ich mich dauerhaft immer wieder bei Ihnen unwohl fühlen müssen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen, meine Unterstützung zu beenden und meine Mitspielerrolle abzulegen. Übertragen wir das Ganze mal noch auf Familien. Da gibt es auch beide Richtungen, wie in der Schule. Zuerst beobachten wir, wie es sich für uns anfühlt, wenn wir diese Sätze ein Kind zu seinen Eltern sagen lassen. Das Kind ist also hier farbig, die Eltern sind grau. Das Kind sagt: Papa, da ich dir für dein Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch, denn ich werde dein Ziel niemals hundertprozentig sicher kennen. Deshalb brauche ich von dir Respekt gegenüber meiner Unsicherheit. Wenn ich eine natürliche Unsicherheit fühle, ist es auch logisch, dass ich dir jedes Mal eine Frage stelle, wenn ich meine Unsicherheiten klären will. Deshalb brauche ich auch geduldige und liebevolle Antworten und Erklärungen, damit ich dir besser für deine Ziele zur Verfügung stehen kann. Und wenn dir mein Verhalten als Angebot für dich nicht passt, musst du dem natürlich auch nicht zustimmen.
Ich brauche dann weitere Informationen über dein Ziel und ich brauche freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation ein stimmigeres Verhalten entwickeln kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit dir wohlfühlen. Sollte ich mich unwohl fühlen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen, meine Unterstützung zu beenden und meine Mitspielerrolle abzulegen. Ich wechsle dann vielleicht sogar trotzig in die Nichtspielerrolle oder konzentriere mich in der Spielerrolle auf meine eigenen Ziele. Wenn du das so auf dich wirken lässt, ist es schon interessant. Natürlich formuliert ein Kind nicht die Sätze so, wie ich das jetzt vorgegeben habe. Aber wenn wir uns das vorstellen, merken wir schon, was im Alltag alles verkehrt läuft, wenn wir das jetzt mal miteinander vergleichen. Aber drehen wir mal die Situation um. Wie stellt es sich für uns dar, wenn die Eltern diese Sätze zu ihrem Kind sagen? Eine Mutter sagt zu ihrem Sohn, die Mutter ist jetzt farbig und der Sohn ist grau. Da ich dir für dein Ziel zur Verfügung stehe, ist meine Unsicherheit logisch, denn ich werde dein Ziel niemals hundertprozentig kennen. Deshalb brauche ich, das ist mein Ziel, ich brauche Verständnis gegenüber meiner Unsicherheit. Wenn ich eine natürliche Unsicherheit fühle, ist es auch logisch, dass ich dir Fragen stelle, wenn ich meine Unsicherheit klären will. Und deshalb brauche ich auch geduldige und liebevolle Reaktionen von dir, damit ich dir besser helfen kann. Und wenn dir meine Hilfsangebote nicht helfen, musst du sie natürlich auch nicht annehmen. Ich brauche dann freundliche Korrekturen, damit ich voller Motivation bessere Hilfsangebote machen kann. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle im Kontakt mit dir wohlfühlen. Sollte ich mich weiterhin unwohl fühlen, dann erlaube ich mir, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen, meine Unterstützung zu beenden und die Mitspielerrolle abzulegen. Natürlich kannst du all diese Sätze auch auf verschiedene Situationen in einer Partnerschaft übertragen oder auf Arbeitsbeziehungen. Überall, wo die Verteilung Spielerrolle, Mitspielerrolle vorhanden ist, kannst du diese Sätze aus der Mitspielerrolle heraus sagen, weil du klar weißt, wie du dich in der Mitspielerrolle wohlfühlen würdest. Da hast du dann ein klares Ziel. Nur so kann ich mich in der Mitspielerrolle wohlfühlen. Das brauche ich, um dann dir optimal helfen zu können. Wenn wir auf diese Weise miteinander umgehen, ist im Grunde alles gesagt. Kritik und gegenseitige Vorwürfe werden in liebevolle und klare Korrekturen verwandelt. Dabei bleibt jeder frei, diese Korrekturen umzusetzen oder es zu lassen. Durch die daraus entstehenden Folgen können dann alle Beteiligten dazulernen. Vielleicht setzt du die Installation des Neuresonanzmodells in dein Leben Schritt für Schritt fort und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Im nächsten Video zeige ich dir das Werkzeug, mit dem du im Alltag exakt bestimmen kannst, wer sich gerade in welcher Rolle befindet. Denn manchmal ist es gar nicht so einfach, klar zu sagen, wer gerade in der Spielerrolle und wer gerade in der Mitspielerrolle ist. Es bleibt spannend. Bis dann.